Moin Leute, in diesem Video zeige ich euch alle großen Neu... Ich sehe gerade, hier ist Aston Martin. Okay, sorry. Ja, also hier sind viele große Autohersteller, Luxusautohersteller, Sportwagenhersteller. Und in diesem Video zeige ich euch die großen, besonderen Neuheiten. Wie Ferrari 488 Pista oder der Porsche GT3 RS oder der Mission E-Cross Turismo oder der ID Vision von Volkswagen, also auch Konzeptautos. Das seht ihr alles in diesem Video, also viel Spaß. So, und hier sind wir, wie soll das anders sein, auch bei Lamborghini, muss ich auch irgendwie sein. Und ich stehe hier, während da vorne auch gerade Stefano Domenicali interviewt wird, der Geschäftsführer CEO von Lamborghini. Und er steht vor dem Huracan Performante Spider. Ist eine logische Entwicklung von Lamborghini, den Performante auch als Spider rauszubringen. Klar, ein Spider ist nie wirklich performant, weil er immer mal ein bisschen schwerer ist. Aber trotzdem, der Performante steht für sich noch mal mehr Leistung als der Huracan. Insgesamt 30 PS mehr, 640 PS hat er. Und es sieht wahnsinnig geil aus. Klar, den Mittelteil, also das Dach, kennt man größtenteils vom normalen Huracan Spider. Kleine Veränderungen sind da beim Performante, aber sonst haben wir große Ähnlichkeiten zu dem altbekannten Huracan Spider und dazu dann aber natürlich der stärkere Motor und das ganze Ala, was vorne am Frontspoiler integriert ist, um die Downforce links oder rechts anzupassen, und hinten der fette Spoiler, der auch auf Ala basiert, das heißt, er kann Downforce verringern, um auf Geraden schneller zu sein und auch nur auf einer Seite. Habe ich aber schon mal in einem Video erklärt, mache ich jetzt hier nicht nochmal. Sieht unfassbar geil aus, auch diese blaue Farbe. Damit ist die Huracan Family auch quasi komplett. Huracan, Huracan Spider, Huracan Performante, Huracan Performante Spider. So, und bevor wir jetzt bei Porsche zum neuen Mission E Cross Turismo kommen, einmal den Blick auf den absoluten Rennsportler hier. Der GT3 RS wurde im Vorfeld schon vorgestellt, deswegen jetzt nicht so mega besonders. 520 PS, 20 PS haben sie nochmal mehr rausgeholt aus dem 4 Liter 6-Zylinder Boxermotor. Damit hat er auch 20 PS mehr als der normale GT3. Und ja, also was soll man noch zu sagen? Das ist ein Monster, 3,2 Sekunden von 0 auf 100, aber ich glaube, die Längsbeschleunigung ist gar nicht das Krasse an dem Ding. Der fährt auch nur, Anführungsstrichen nur, ich glaube 324 ist die offizielle Angabe. Dadurch, dass er einfach hinten so einen fetten Spoiler hat, vorne natürlich auch einen hohen Anpressdruck hat, hat er aber einfach den Widerstand, sodass er einfach nicht so die krasse Topgeschwindigkeit hat. Aber in Kurven auf der Rennstrecke ist das Ding einfach ein absolutes Biester. Und jetzt gehen wir mal rüber zum neuen Elektrowagen, wo ich mich persönlich auch sehr drüber freue und was auch eine totale Überraschung für mich war, dass hier ein quasi neuer Mission E vorgestellt wird, der schon wesentlich dichter an der Produktion dran ist. Also es ist ein Cross Turismo, es ist nochmal eine andere Entwicklung, ein bisschen mehr offroadig, ein bisschen ja, wie der Sport Turismo beim Panamera. Ich laber zu viel, lass uns einfach mal den Wagen angucken. Also hier ist der Mission E Cross Turismo, über den ich jetzt gerade eben versucht habe zu reden. Was auffällt, er ist anders als das Mission E Concept, das vorgestellt wurde, einfach, ja, er hat nicht mehr so ganz so viele Spielereien. Mehr Sachen einfach, wo man sich vorstellen kann, okay, das kommt in sich. Was mich ein wenig verwundert hat an dem Wagen, sind diese Lichter, die in der Motorhaube integriert sind. Ist auf jeden Fall was Neues, ist vielleicht einfach ein Konzept, wo die einfach mal gucken, wie reagieren die Leute da drauf. Ich bin auch relativ unschlüssig, wie ich das finde. Also es ist interessant, kann es noch nicht sagen. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das findet, das Licht vorne. Was mir auch gerade auffällt, das Porsche-Logo ist nicht in Farbe, das ist einfach nur in Silber gehalten. Die Daten von dem Wagen, er soll in unter 3,5 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen, eine Geschwindigkeit von über 250 km/h erreichen und innerhalb von 4 Minuten für 100 Kilometer aufladen. 2019 kommt, wie gesagt, der Mission E. Ob das jetzt der Cross Turismo sein wird oder der, wie beim Panamera, erstmal der normale Mission E kommt und später dann der Cross Turismo, werden wir dann sehen. Und wo wir schon bei Elektrokonzepten sind, VW hat auch den ID Vision vorgestellt. Das ist deren Vorstellung von einem Elektroauto, was 2022 kommen soll. Zu dem Auto und der ganzen ID-Familie habe ich schon einen eigenen Film hochgeladen, deswegen hier nicht weiter mehr dazu. Außerdem durfte ich einen Blick auf den neuen Touareg werfen, ohne Tarnung.
Sieht sehr cool aus, viele Assistenzsysteme an Bord, ein riesen Display im Innenraum. Gerade der Innenraum hat mich sehr überrascht, sehr übersichtlich, sieht wirklich sehr cool aus. Mehr dazu Ende März, da wird der vorgestellt in Peking. Audi war mit dem neuen A6 auf der Messe, hier kursierten aber vorher auch schon sehr viele Videos, deswegen will ich euch damit nicht weiter aufhalten. Also weiter im Programm. Wir sind jetzt hier bei der absoluten Luxusklasse beim Bentley Bentayga. Bei dem verrät nur ein kleines Badge, was besonders an diesem Wagen ist. Und zwar ist es ein Hybrid. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, genauso wie genaue Daten. Aber der Wagen wird so kommen und damit auch der erste Hybridwagen in der absoluten Luxusklasse sein. Er wird auch eine elektrische Reichweite haben, also rein elektrisch. Da war, glaube ich, die Rede von 50 Kilometern, also ähnlich wie beim Panamera Turbo SE Hybrid. Mit den zwei Farben sieht er schon auch echt geil aus. Und hier haben wir den Bugatti Chiron Sport. Wie auch schon bei Veyron wird es wahrscheinlich von dem Chiron wieder verschiedene Ausprägungen geben. Damals gab es ja den Grand Sport und alles in die Richtung. Das ist jetzt der Chiron Sport. Der ist nochmal 80 Kilogramm leichter als der Chiron und soll auf der Rennstrecke auch nochmal wesentlich schneller sein. Die Unterscheidungsmerkmale sind wie immer relativ gering. Man hat sehr viel Sichtcarbon hier bei dem Modell. Allein die Abgasrohre hier bei dem Sport. Okay, ich wo gerade jemand vorgeht. Vier Rohre. Da steckt ein W16-Motor drin, nochmal zur Erinnerung, also vier Bänke mit jeweils vier Zylindern. Einfach ein absolutes Monstrum. Sehr geil. Natürlich auch am Start in Genf ist Königsegg mit dem Regera. Und das Ding ist ein absolutes Biest. Da ist ein V8 5-Liter-Motor drin mit 1100 PS. Ein Elektroantriebsstrang, der insgesamt 700 PS generiert. Zusammen kombiniert ergibt das dann 1500 PS. Ich weiß, da fehlen 200 PS wahrscheinlich, weil die irgendwie zusammenspielen müssen. So steht es ja auf dem Zettel. Aber du hast 1500 PS in dieser Karre, die einfach auch unfassbar krass aussieht. Also blau ist jetzt nicht mein Favorite, aber die Tür geht einfach mal zu. Allein diese Mechanik von der Tür ist so geil. Die dreht sich raus und schiebt sich dabei raus. Da sieht man es. Unfassbar krass, dieses Ding. Man hat sogar Kofferraum. Also so ein bisschen... Unfassbares Ding. Pagani natürlich auch am Start, also die ganzen mega krassen Supersportwagen sind hier. Ich kann euch gar nicht alles zeigen, was hier ist. Allerdings mit dem Huayra Roadster, den sie letztes Jahr hier eigentlich schon vorgestellt haben. Abt ist natürlich auch am Start mit dem RS5R, RS4R. Nur ein RS6R fehlt, oder? Ja. RS6 fehlt, ist nicht das. Also das meinte ich gerade mit so vielen krassen Sportwagen sind hier. Das ist ein Zenvo. Ultra krass aus, habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ich kann eigentlich behaupten, dass ich relativ viele Autos schon gesehen habe. Aber so in der Ausführung habe ich den auch noch nicht gesehen. Krasses Ding. Jetzt sind wir hier bei Aston Martin und hier haben wir zum einen den DB11 Volante, also das Cabrio vom DB11 und den Vantage, den neuen. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich ihn sehe. Die Tür geht wie immer bei Aston Martin leicht nach oben auf. Viele Knöpfe in der Mitte. Aber es ist wesentlich schicker als noch beim alten Vantage, wo das so ein riesen Rennfahrzeug war. Von Toyota gibt es eine Supra, endlich. Aber Racing Concept. Und ich frage mich, wo ist eigentlich dann die Straßen-Supra? Die sehe ich hier nämlich leider noch nicht. Aber die Racing-Supra sieht schon ganz geil aus. Gerade die Schnauze, lange Front. Und natürlich darf Ferrari auf dem Genfer Autosalon auch nicht fehlen. Und er war schon im Vorfeld bekannt, der 488 Pista steht hier gleich in doppelter Ausführung. Einmal hier vorne in Rot und dann noch einmal in Silber. Der Wagen hat 720 PS, 770 Newtonmeter. In Live den zu sehen ist wirklich nochmal echt viel krasser. Vorne den S-Duct. Auf Bildern sieht das aus, als ob es viel weiter hinten ist, aber der ist wirklich ganz weit vorne. Dann auch hinten der Spoiler, ein absolutes Monster. Und da bin ich sehr gespannt, wie der auch auf der Rennstrecke performen wird. Ich glaube, das wird er ziemlich gut machen und auch, ja. Also hat natürlich jetzt schon einiges an Konkurrenz, also mit GT2 RS, 27 McLaren. Da hat er jetzt sicherlich einiges zu schlagen, aber optisch hat er schon gute Arbeit geleistet. Also muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Normalerweise bin ich nie so krass Ferrari-Fan, aber das... Okay, Leute, wir sind jetzt hier bei McLaren und ich hatte ja auf meinem Kanal vor kurzem schon mal den Senna vorgestellt. Den seht ihr da. Das ist ein nicht straßenzugelassener Rennwagen mit 800 PS. Und
ja, die Meinungen gehen auseinander beim Design vom Wagen. Aber beim Design haben die Designer quasi nur darauf geachtet, dass die Downforce in der Wagen noch schneller wird. Also Form follows Function war da das Motto. Und wenn ihr euch denkt, dass das Auto, was hinter dem Mann da zu sehen ist, schon krass ist, dann guckt nochmal hier weiter nach links. McLaren baut 75 Senna GTR. Also ich meine, der Senna ist schon nicht straßenzugelassen, der wird nochmal weniger straßenzugelassen sein. 825 PS, 25 PS mehr und unfassbar viel Downforce wird dieser Wagen haben. Wenn man sich den Diffuser hinten anguckt, alles an diesem Auto ist nur darauf ausgelegt, Downforce zu produzieren und schnell auf der Rennstrecke zu sein. Ich glaube, dieses Auto ist hier auf der Messe das schnellste Auto auf der Rennstrecke. Guckt euch das vorne einfach an, die Front. Er ist unfassbar tief auf dem Boden. Das ist wirklich wahnsinnig, hätte ich nicht gedacht. Ich war schon überlegen, was kommt, weil der Wagen war voll noch abgedeckt. Konnte man nicht eine Form erkennen. Ich dachte, vielleicht kommt der 27S Spider. Da hinten ist ein 27S noch zu sehen. Aber es ist der Senna GTR, der, also wirklich krass. Und ich finde, der sieht auch wieder richtig geil aus, wenn man einfach dieses übertriebene Rennsportdesign alles hat. Kostet dann aber auch 1 Million Pfund. Ohne Steuern. Auf das Auto mussten wir jetzt genau ein Jahr lang warten, denn letztes Jahr hat Mercedes genau hier in Genf das Konzeptauto für den AMG GT63 S 4-Door hier vorgestellt. Der hieß damals auch ein bisschen anders, aber jetzt ist er in Serienreife, das heißt, so wird das Auto gebaut. Und damit schließt Mercedes so ein bisschen auf zum Panamera, der ja, eine starke Sportlichkeit bietet, mehr noch als ein C63, E63, S63. Und genau diese Lücke soll dieser AMG GT schließen. Im Namen steht schon, 4 Türen hat er, das heißt 4 Personen kann man mitnehmen, hinten 2, vorne 2. Die Auspuffrohre sind auf jeden Fall schon beeindruckend bei dem Auto. Gerade wenn man von der Seite guckt, wie das hier rausgeht. Ich glaube, selbst der AMG GT hat keine größeren Auspuffrohre. Man hat den durchgehenden Bildschirm aus der S-Klasse, E-Klasse und auch jetzt A-Klasse. Also es ist jetzt nicht alles wie im AMG GT, wo wirklich der Fokus auf Racetrack ist. Das Ding hat 4 Türen, das heißt so 100% mega geeignet. Es ist nicht für die Rennstrecke. Ein AMG GT mit 2 Türen wird immer noch mal schneller sein als das Ding. Deswegen auch ein größerer Fokus im Innenraum auf Luxuriosität. Und ja, es ist ein Panamera, der von Mercedes jetzt kommt, auf Höchstgeschwindigkeiten, hohen Wertlicht, hohe Fahragilität. Auch ein großer Unterschied, der Wagen hat 4MATIC, also Allradantrieb, nicht wie der AMG GT reines Heckauto. Ja, und so sieht der Motor aus. Gibt es auch als AMG GT 53. Dann hat er 435 PS aus dem Verbrennungsmotor und 22 PS aus dem Elektromotor. Auch neu der G63 mit 585 PS und 850 Newtonmeter. BMW zeigt hier in Genf ein Konzept für den kommenden M8. Mehr Informationen hat man auch nicht. Das Design, gelbe Lichter vorne. Aber generell finde ich es natürlich schön, dass es wieder einen 8er gibt. Und so sieht er schon fett aus. BMW präsentiert außerdem den i8 Roadster. Also die offene Version vom i8, der jetzt schon etwas länger auf dem Markt ist. Ich bin sehr gespannt auf den. Ihr werdet noch mal mehr zu ihm erfahren, weil ich den auch Probe fahren werde. Ich finde, es ist ja ein tolles Auto und dass sie den jetzt weiterentwickeln als Roadster, finde ich ja sehr cool. Ford präsentiert hier den Mustang Bullitt. Das ist eine Sonderedition in Anlehnung an den Film Bullitt mit Steve McQueen. Auffällig, vorne ist nicht das Mustang-Logo drin und insgesamt ist er noch mal so ein bisschen bulliger. Preise sind noch nicht bekannt. Hier haben wir den Polestar 1. Das ist von Polestar der erste Wagen. Polestar ist schon eine alte Marke, aber jetzt entwickeln sie den ersten Wagen. Kommt natürlich alles von Volvo, hat 600 PS, ist ein Hybrid. Ich sehe jetzt das erste Mal die Lichter, das Weiß finde ich auch gerade mega geil. Sehr schönes Auto und ein Hybrid. Wir haben gerade Bernie Ecclestone entdeckt. Das steht da. Ich weiß gar nicht, was macht der sein, nachdem er bei der Formel 1 raus ist. So, und jetzt nochmal die komplette Elektroklatsche. Der Remark Concept 2 mit 1914 PS. Wahnsinnig. Sowas kriegt man dann nur noch aus Elektromotoren. Er erinnert mich persönlich sehr an den McLaren 27S.
Und es ist wirklich wahnsinnig, dass ständig Menschen vor die Kamera hier laufen. Die haben alle hier kein Benehmen. Ich weiß auch nicht. Erinnert mich stark an McLaren 27S. Die Türen gehen wirklich fast genauso auf wie im McLaren. Auch ein Teil vom Dach geht weg. Aber trotzdem, dass eine kroatische Company, die relativ klein ist, sowas bauen kann, ist wahnsinnig. Ich meine, die sind nicht nur jetzt da, solche Rennautos zu bauen, sondern sie sind auch Zulieferer für verschiedene Automobilhersteller. Also sie machen nicht nur diese krassen Sportautos. Vom Concept One gab es 8 Autos, von dem wahrscheinlich ein wenig mehr. Bleibt abzusehen, was Richard Hammond damit machen wird, ob er den auch fahren wird oder nur crashen. Wir werden sehen. Aber ich bin sehr beeindruckt. Das Design ist fantastisch. Innenraum sieht sehr gut verarbeitet aus. Viele Displays, wirklich wahnsinnig. So Leute, das war jetzt die Rundschau hier auf dem Genfer Autosalon 2018. Ich habe versucht, möglichst viele Autos hier reinzubringen, aber es sind noch viel mehr Autos, als ich euch hier zeigen konnte. Das ist wirklich krass, was hier alles so rumsteht. Und ich hoffe, die zusätzlichen Einblendungen von Videos waren jetzt nicht störend, aber es war teilweise einfach richtig schwierig, die Autos vernünftig zu filmen, weil sich ständig Leute vor die Kamera gestellt haben oder es allgemein richtig, richtig voll war, auch an den Pressetagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert gerne, was ihr von den Autos haltet, welches euer Favorit ist, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.